haben die Fagottkiste mit drauf? 86 Teile. Male 3. Weil ja allein 8 Pauken dabei sind. Normal hast du ja nur 4 dabei, wenn es mal weg ist. 2 Harfen, Schlagzeug, also 9 Spieler eigentlich. Also das ist schon viel. Jetzt will es nach Frankfurt fahren, dann wird es ausgeladen, dann kommt es das ist eine Riesenspedition. Und gehen dann nochmal durch den Ausfuhrzoll. Dann wird es auf so Stahlbleche drauf gemacht, wird mit Kälteschutzhüllen überspannt und direkt in den Flieger. Und so, jetzt kann's losgehen. Genau, Koffer gemacht. Die Reise jetzt ist ein bisschen unkonventionell fürs Orchester. Es war eine Herausforderung, diese Tournee so spontan, und für uns sind anderthalb Jahre im Voraus eher spontan, noch in den Kalender zu bringen. Jakob Ruscher war eigentlich schon beschäftigt bei anderen Orchestern. Wir hatten schon was anderes geplant. Wir haben aber diese Chance gerne ergriffen. Jetzt das erste Mal mit Jakob Ruscher uns hier vorzustellen, haben alles umgeplant. Und deswegen ist die Tournee für unsere Verhältnisse eher kurz, nämlich nur eine Woche. Wir sind nur in Tokio und strahlen, gehen quasi sternförmig in die Säle in Tokio, aber auch Yokohama. Hallo. Brazil making plenty of headway now. Marcelo. Pass aus, ob du irgendwie gerade irgendwie vom Kneipberger da drauf. Cooler Mann, ne? Mit so einer Brille. Also vor dem Hintergrund ist die Tourneeplanung relativ straff. Wir haben viel geprobt, viel gearbeitet in Bamberg, sind dann geflogen, und natürlich ist das Thema Jetlag für viele Musikerinnen und Musiker des Orchesters ein großes Thema. Es gibt sehr unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Viele entscheiden sich für die Strategie, den Tag nach Ankunft zu nutzen, um einfach mit viel Aktivität am Tag in die neue Zeitzone zu rutschen. Viel spazieren gehen, viel an der frischen Luft sein, viel erleben, viel Aktivität, damit man die Müdigkeit einfach nicht so spürt. Und umso besser ist dann meistens die Nacht, die dann schon zum ersten Konzert führt. Es gibt einen Tag für diese Akklimatisierung nach. Und es ist ja einfach auch eine große Herausforderung, wenn der Körper, wenn der Geist eigentlich noch in der anderen Zeitzone steckt, trotzdem dann schon beim ersten Konzert auf dem Top-Niveau die maximale Energie abrufen zu können in voller Konzentration. Denn das ist das, was man natürlich am Ende dem Publikum auch schuldet.